Kieferknochen, Implantate und Knochenaufbau. Immer wieder schreiben mir Patienten per E-Mail oder auch im Forum, sie können keine Implantate bekommen, weil sie hätten zu wenig Knochen. Ich habe schon einmal ein Video gemacht bezüglich Knochenaufbau. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, den Kieferknochen aufzubauen. In diesem Video erzähle ich, worauf man achten sollte, bevor man sich eine Knochenaufbauoperation machen lässt und was es für unterschiedliche Knochenaufbaumaterialien gibt, wie die unterschiedlich einheilen. Heute möchte ich eine Alternative zeigen zum klassischen Knochenaufbau. Es muss nicht immer ein Knochenaufbau sein. Es gibt auch sogenannte Kurzimplantate. Sie sehen hier nun ein Röntgenbild eines Patienten und man sieht hier, also ich fahre jetzt einmal die Kieferhöhle entlang im Oberkiefer. Da grenzt also der Kieferknochen hier so an die Kieferhöhle. Diese Projektion, das ist das Jochbein, das kümmert uns jetzt wenig. Und im Oberkiefer ist also immer das Problem, dass der Knochen, das ist der Alveolarfortsatz, dieser Bereich hier nach Zahnverlust sich zurückbildet. Und der kann manchmal hauchdünn werden, also so richtig papierdünn. In diesem Fall ist aber noch genügend Knochensubstanz vorhanden für sogenannte Kurzimplantate. Diese Kurzimplantate sehen Sie hier im Bild im Vergleich zu den unteren, das sind also Standardimplantate, haben die Kurzimplantate ein bisschen ein anderes Design und können also auch bei sehr stark reduzierten Knochenangebot eingesetzt werden. Es ist so, dass wie ich zu studieren begann und die Implantologie also so richtig im Aufschwung war, gab es noch keine Erfahrungswerte, geschweige denn von irgendwelchen Richtlinien, wie lang denn so ein Implantat sein muss, dass es also stabil im Knochen hält. Und es war fast immer so, dass auf den Kongressen sich die Ärzte mit der unterschiedlichen Implantatlänge, die sie einsetzten, richtig gehend übertrumpften. So nach dem Motto, du, ich habe auf 14 mm Implantat gesetzt. Ich verstand es nicht damals nicht, weil für mich war klar, ich setze immer nur so ein langes Implantat, wie es eben absolut notwendig ist. Denn wenn einmal was passieren sollte, geht und man müsste das Implantat entfernen, weil es zum Beispiel bricht oder weil eine Entzündung vorhanden ist, dann ist natürlich ein kürzeres Implantat leichter zu entfernen mit weniger Knochenverlust als ein längeres Implantat. Aber es ging bei diesen Angebereien bezüglich Implantatlängen nicht so sehr darum, was jetzt für den Patienten das Optimalste ist, sondern es ging mehr darum, wer also sich traute, ein längeres Implantat zu setzen, was aber eigentlich nicht wirklich was zum Angeben ist. Im Unterkiefer hat man das Problem mit einer Kieferhöhle nicht. Im Unterkiefer hat man das Problem des Unterkiefernervs, der einzige Nerv hier, der von Bedeutung ist. Sie sehen hier, da kommt der Nerv hinaus und ich fahre den Unterkiefernerv einmal hier so entlang. Das ist also der Bereich, den man nicht verletzen sollte. Wenn der Patient zahnlos ist, dann ist eine Implantation im Unterkiefer eigentlich kein Problem. Egal, welche Implantatlänge man wählt, weil man implantiert einfach zwischen diesen beiden Öffnungen. Hier ist es nicht so deutlich zu sehen, hier kommt das Foramen circa hier hinaus. Das heißt, man setzt dann vier Implantate und man kann diese Länge hier zwischen diesen beiden Implantaten um den Faktor 1,6 nach hinten mit dem Zahnersatz verlängern. Und das reicht in der Regel aus. Möchte man hier im Seitzahnbereich, also im Bereich des Nerven implantieren und hat sich der Knochen schon sehr stark zurückgebildet, dann kann man auch auf diese Ultrakurzimplantate zurückgreifen. Der Nachteil von diesen Kurzimplantaten, sie sind ein wenig teurer als die konventionellen Implantate. Sie sehen aber, dass es zum Knochenaufbau verschiedene Möglichkeiten gibt und dass eigentlich heute ein jeder Mund mit Implantaten oder mit Zahnersatz versorgt werden kann. Was Sie hier im Bild sehen, es handelt sich hierbei im oberen Bild, also es sind beide Varianten ein knochengetragener Zahnersatz, das heißt, die Kaukräfte werden direkt in den Knochen eingeleitet.
Oben ist der Zahnersatz nicht zum Herausnehmen. Der Patient kann also seine Zähne im Oberkiefer nicht entfernen. Der Unterkiefer ist ein abnehmbarer Zahnersatz. Da können die Zähne entfernt werden. Der ist dann ein bisschen billiger. Alles Gute!